Anlässlich meines letzten Urlaubs in meiner Heimat Kärnten, Österreich, machte ich einen Rundflug mit einem Gyrokopter, um meinen Geburtsort und die unmittelbare Umgebung einmal von oben aus der Vogelperspektive zu erleben und zu filmen. Kämpfe ich da schon mal rein? Ja, gut schon. Nach einem etwas länger andauernden Kampf mit dem Pilotenoberall konnte ich schließlich in der Maschine Platz nehmen. Ja. Also da muss man schauen, dass das halt immer sehr gut positioniert ist. Okay. Und dass man da nicht zu viel herumrüttelt und Schnitt auf und zu macht oder so. Das muss unten bleiben. Unten bleiben. Ja. Okay, dann ja. Die Brillen kann ich aufnehmen. Ja. Ja. Drücken tut nichts. Ja. Na? Okay. Bis zum Aushalten. Ja, gut. So, und das muss jetzt. So, das kann man so umbleiben. Oder? Das muss immer da drunter sein. Ja? Ja. So. Nach ein paar Einweisungen seitens des Piloten konnte es endlich losgehen. Gassegel auf Anschlag, der Gyrokopter rollt an und nach ein paar Metern hoben wir auch schon ab. Einfach herrlich das Gefühl, sich frei wie ein Vogel zu fühlen und die Welt von oben zu betrachten. Und schon visieren wir unser Ziel, die Burg Wusterwitz, an. Die Burg Wusterwitz liegt im Gebiet der heutigen Gemeinde St. Georgen am Lenksee, östlich von St. Veit an der Glan, und ist ein Wahrzeichen des österreichischen Bundeslandes Kärnten. Die Felsenburg steht auf einem 175 Meter hohen Dolomitfelsen östlich von St. Veit an der Glan hinter der Nordflanke des Magdalensberges. Charakteristisch und festungstechnisch interessant sind die in mehreren Windungen durch das felsige Terrain zur Höhe führende Befestigungsanlagen des Burgweges mit 14 großen Torbauten. Wesentlich für die Verteidigungsstärke der Burg waren die den Zugangswegen schützenden Tore. Ihre geschickte Anlage machte die Burg uneinnehmbar, da ein Gegner erst Tor für Tor erobern musste und dabei ständig von allen Seiten dem Abwehrfeuer der Verteidiger ausgesetzt war.
Tor 1, das Fähnrichtor. Das Tor hat eine besonders durchdachte strategische Lage und Ausstattung. Rechts vom Tor liegt ein abschüssiges und unzugängliches Gelände. Links erhebt sich die gewaltige Steinwand, die für damalige Verhältnisse unbezwingbar war. Tor 2, das Wächtertor. Zum Wächtertor führt ein schmaler Felspfad vom Fähnrichtor. Links an die gewaltige Steilwand gebaut, ragt es rechts über einen gähnenden Abgrund. Die Fenster wurden im Belagerungsfall mit eisenbeschlagenen Läden verschlossen. Tor 3, das Nautor. Das Tor trägt seinen Namen vom mittelhochdeutschen Nau, bedeutet kleines Schiff, weil es im Grundriss wie ein Schiffsbug über den Abgrund droht. Tor 4, das Engeltor. Dieses Tor ist einer der stattlichsten Torbauten der Anlage. Vorne und hinten durch tiefe Schluchten und bergwärts durch einen überhängenden Steilhang geschützt. An ihm sind noch die Kettenschlitze für die einstige Zugbrücke zu sehen. Neben dem Durchgang in Richtung des Burgwegs war auch noch ein Austritt zum anschließenden Waffenplatz untergebracht. Die Mannschaften waren in einem eigenen, 1577 erbauten Wachturm untergebracht. Dieser wurde in den Jahren 2012 bis 2015 zum Gardemuseum der Kevenhüller Garde Hochosterwitz ausgebaut. Tor 5, das Löwentor. Die Löwen, die einst auf die eisenbeschlagenen Torflügel gemalt waren, gaben diesem fünften Tor seinen Namen. Das hintere Stück der Brücke ist als Zugbrücke ausgebildet, deren Rollschlitze in der Torwand noch zu erkennen sind. Der Brückenmechanismus befand sich im Obergeschoss. Tor 6, das Manntor. Der Durchfahrtsraum konnte beiderseitig durch Schießscharten und in der Decke durch ein Gussloch verteidigt werden. Tor 7, das Kevenhüller Tor. Es ist das prächtigste von allen Toren. Das rundbogige Tor ist in einer rustiker Umrahmung aus grünem Schiefer umgeben. Über dem mit einem Löwenkopf und den Kevenhüller Wappen vom 1580 verzierten Schlussstein befindet sich in einer Nische das marmorne Hochrelief des Erbauers der Burg, Georg II. Von Kevenhüller, in voller Rüstung, aber ohne Helm. Es ist die aufwendigste gebaute Toranlage, besitzt drei Geschosse und ist mit Zinnen versehen. Das Obergeschoss liegt auf Kragsteinen. Dort gibt es auch eine Reihe von Schusserkern. Tor 8. Das Landschaftstor. Es wurde der Kärntner Landschaft von Landeshauptmann Georg von Kevenhüller gestiftet. Das aus rotem Sandstein erbaute Tor ist über eine Felsenschlucht erbaut. Die Zugbrücke ist um eine Mittelachse drehbar angeordnet. Dies bedeutete, dass ein eindringender Feind plötzlich vor einem gewaltigen Abgrund gestanden wäre und nur die verschlossene Zugbrücke gesehen hätte.
Tor 9, das Reisertor. Am Reisertor sieht man einen Inschriftstein mit einer geflügelten Sanduhr und einer Waage. Tor 10, das Waffentor. Beim Waffentor befindet sich über dem mächtigen Rundbogentor ein Reliefstein mit dem Bildnis von Erzherzog Karl von Innerösterreich und eine Inschrifttafel. Tor 11, das Mauertor. Die Torwände des Mauertors sind aus Chloritschiefer. Tor 12, das Brückentor. Es besitzt im Obergeschoss eine Kettenwinde für die Zugbrücke. Von dieser Höhe aus hatten die damaligen Herrscher einen wunderbaren Ausblick auf das Umland der Burg und konnten so herannahende Feinde schon sehr früh ausmachen. Tor 13, das Kirchentor. Es ist an die Bastion des Wachturms angelehnt. Beim Kirchentor zweigt ein Weg zur Burgkirche ab. Nach dem Durchschreiten des Kirchentors kommt man auf eine kleine Ebene, auf der sich mal der Kräutergarten der Burg befand. Heute ist es ein kleiner Park mit Sitzgelegenheiten, um sich von dem Aufstieg zur Burg auszuruhen. Tor 14, das Kulmer Tor. Es ist das letzte Tor und es wurde benannt nach den Kulmern, die lange Zeit Pfleger der Burg waren. Davor überspannte eine Wagbalkenbrücke mit Gusslöchern, einen Fallbaum und ein Fallgitter den tiefen Graben. Innerhalb des langen, gewölbten Tors wendet sich der Burgweg um 90 Grad nach links und führt in den langgezogenen Zwinger vor der eigentlichen Burg. Vom Zwinger aus geht es dann über eine Treppe in die eigentliche Burg. Der Gebäudekomplex der Kernburg umschließt einen Hof,
der von einem Restaurationsbetrieb genutzt wird. In den Gebäuden befinden sich das Burgmuseum mit Schaustücken, Dokumenten und Gemälden zur Geschichte der Familie Khevenhüller. In den Ausstellungsräumen im Keller wird neben modernen Fotografien eine fragliche Statue der Margarete Maultasch gezeigt. Der frühere Speisesaal der Ritter wird heute für Veranstaltungen oder Hochzeitsfeiern vermietet. Mit den letzten Bildern über den Ausblick von der Burg Osterwitz verabschieden wir uns und nehmen einen bleibenden Eindruck von dieser gut erhaltenen Burg mit.